Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive mit dem Assistant. Tatsächlich starten wir jetzt mal. Ich werde den Titel wahrscheinlich aber trotzdem einfach mit Mage drin lassen, weil ja, sonst ist es einfach immer so behindert, wenn man den Titel ändern muss. Und dann weiß auch immer wieder keiner, was wir machen. Genau. Und wir machen jetzt nur kurz First Job Change. Rushen wir schnell durch, das dauert eh keine 5 Minuten. Und ja, dann haben wir Flaris quasi auch schon abgeschlossen. Sorry nochmal fürs letzte Mal, das wird ja quasi, naja, umsonst, sag ich mal, war es halt echt nicht, aber ja, ich weiß nicht warum, also ich könnte schwören, dass es früher mal eine Quest gab, also jetzt nicht bei der letzten Mal, wo wir es gemacht haben, einen neuen Char gemacht haben, sondern ganz früher, da gab es garantiert mal was mit Dungeon Char und Loot, also da könnte ich halt wirklich, weiß ich nicht, da könnte ich halt wirklich ein linkes Ei drauf verwetten, also ich meine, ich habe nur eins, aber mein linkes Ei drauf verwetten, das ist, weiß ich nicht. Bin mir todsicher, dass es da mal was gab, aber tja, naja. Man ist nicht perfekt. Genau. Party haben wir heute leider keine, wie ihr seht. Also ich muss mir jetzt selber nochmal einladen. Oder ich meine, wir können ja schauen. Aber nur noch ein Platz frei. Lol. Ernsthaft? Genau, da war nämlich relativ wenig im Shoutlos. Fupa nur noch ein Platz. Das ist natürlich schade. Ich würde auch nicht lange filmen, deswegen wäre es auch ein bisschen schmies, wenn ich dann sagen würde, ja, kicken AFK-Filler oder so, weil, ja, dann bin ich 10 Minuten online und dann muss er einen neuen suchen, das wäre ziemlich asozial. Deswegen. Und einer allein bringt halt in der Party jetzt nichts. Hätte beim letzten Mal vielleicht was gebracht, wo der Char jetzt schon Level 15 war, aber ansonsten bringt das nicht viel. Jetzt komme ich an mein scheiß Headset nicht ran, hier den scheiß Tonleiser machen, was gibt's denn? Ich habe einen Doppeldrop? Nee, lol. Vorform und Popo-Powder. Damit pudern wir unseren Poppes. Zumindest lässt das der Name schließen. Ja, dann sind wir auch schon fertig. Dann kann er nämlich hier direkt mal das Zeug anziehen. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber es passt schon. Und dann haben wir auf jeden Fall unseren Assistenten endlich am Start. Er sitzt schon 8 Level unter der anderen, aber so ist es ja normalerweise. Ist eigentlich, wenn überhaupt, nur so, dass der halbwegs noch mitkommt im Leveln, wenn man die Party auf Level lässt. Ansonsten levelt ja der Jabo den Schaden, macht immer davon, sage ich mal. Vor allem, weil wir eben die Quests auch erledigen. Genau. Bevor die Frage aufkommt, warum machen wir bei dem Char nicht Reonan-Quest auch mit? Ist einfach, ich persönlich oder auch allgemein alle Quests, sage ich mal, wo man jetzt nicht zufällig genau die Questies oder die Sachen, wo man machen musste oder hat, also Quest-Items. Also zum Beispiel halt sowas wie Golden Wing oder so, halt einfach Quest-Items. Oh Leute, der hat gar keine SM. Blinkwings fällt mir gerade auf. Der kann uns gar nicht folgen. Sowas ist halt blöd, weil man das dann halt wirklich doppelt machen muss und die doppelte Zeit ist es halt dann meistens, finde ich, doch nicht wert, weil mit einem FS das zu machen ist halt sehr, sehr nervig, weil der dann natürlich keinen Schaden macht. Also zum Beispiel bei LaRulfs Handen oder so. Das würde sich halt wirklich nur bei Queststone, wo man die Sachen wirklich da hat. Und es sind halt nur Questverwaltungsquests und selbst da hat man es. Ja, sehr oft, ich behaupte ich jetzt einfach mal. Also, dass man da immer die Anzahl doppelt gefarmt hat. Oh, Killer Blade Sword, ernsthaft? Um die Uhrzeit? Also, ich will euch nicht spoilern, aber es ist gerade 2 Uhr nachts. Achso, Bildschirm muss ich noch wechseln. Bin ich schon in der Party nah? So, also nicht Bildschirm, sondern Bild. Oh Mann, die hat ja gar keine Anfängerbuffs mehr. Das ist natürlich mies. Oh, ernsthaft? Sogar frei? Das ist natürlich pretty nice. Genau, dann zum Thema Skills, ja. Moment mal, allgemein, wie heißt denn der SM? Der Louis ist es nicht, hier ist es der Bill. Allgemein Bill. Boah, jetzt habe ich beinahe auf Nein gedrückt. Oh, kickt da jetzt doch jemanden? Mies. Miese Krise. Naja, komm, wenn er für Filler-Paare schaut, dann muss er auch damit rechnen, dass sich ein Filler-Paar meldet. Genau, dann machen wir es jetzt auch so, wir kaufen jetzt einfach mal 8000, genau. 800 Refresher, denn, ach kommen wir zum Skills später, denn wie man sicherlich schon gemerkt hat, traden wir dem das auch gleich rüber. Kann ich das nicht vergessen. So, joint auch noch der Party, sehr schön. Ach Mist, jetzt habe ich die Quests vergessen, war da drüben schon was? Ja, natürlich Natalia. Damit habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, die Quest auch noch anzunehmen. Und der Paddy, der gute alte Paddy. Unübersehbar haben wir nochmal sehr viel mehr Geld. Plus, wir haben ein CS-Pad.
Ich habe alle Three Leaf Clovers, die ich nicht mehr im Inventar habe. Also ich habe alle verkauft, die ich nicht im Inventar habe. Wir hatten ja über 68 und die 17 sind ja quasi neu gefarmt. Also wir haben jetzt quasi nur noch... Gib mir erstmal die Quest ab. Wir haben jetzt quasi nur noch diese 17 hier. Meiner Meinung nach war es wert. Weil wir einfach... Ja, keine Ahnung. Aus den Boxen... Ich meine, es kommt halt drauf an. Also ich meine, es kann schon sein, dass wir da ein CS-Pit bekommen haben. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass die wirklich selten sind. Also ich sag mal, bei 10 Boxen hast du wahrscheinlich schon eine relativ hohe Chance auf ein Pet oder auch ein CS-Pit oder so. Aber ja, allgemein betrachtet lohnt es sich einfach mehr, die zu verkaufen. Wenn man sich dann einfach die Sachen sowieso durchs Event billig kaufen kann, die man eben braucht, den zum Beispiel den Belief I Can Fly Helm, der ist ja gleich auch drin, ne? Mit alles Stats plus 5. Weiß nicht, also den würde ich mir vielleicht sogar noch kaufen. Wir müssen mal schauen, wie teuer der ist. Fail. Hier wollen wir hin zur Natalie. Ach, nicht Natalia, sondern Natalie. My bad. Ich lese momentan ein Buch, da heißt ein Charakter Natalia. Die Tränen einer Mutter. Treffe Porgo. Jetzt können wir auch mal fliegen hier. Stimmt, damit würden wir uns einiges erleichtern. Aber ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann habe ich mir eben die Baby Turtle, habe ich ja gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr im Video machen. Und es war auch dann tatsächlich noch am gleichen Tag, ich glaube, nicht mal eine Stunde, ach, nicht mal eine halbe Stunde habe ich den Shop offen. Da waren sie weg für 720k, glaube ich, wieder. Oder für 700k nur. Eins von beiden. Und ja, eben alle verkauft. Und habe mir dann das Pet direkt gegönnt. Weil 20 Mio, wie gesagt, ist halt, ja, also... Da kann man sich halt echt nicht drüber streiten. Und wegen dem Magrantus-Suits, da müssen wir jetzt mal schauen, weil der hat sich jetzt per Post nochmal gemeldet. Und schauen wir mal, ob der sich jetzt, ob der da jetzt noch wirklich interessiert ist oder ob das sich im Winde, naja, verweht. Ist vielleicht das falsche Wort, aber zu dumm zum Folgen klicken. So, jetzt ist der auch nochmal gebufft, hier auch nochmal buffen. Und dann geht es endlich mal weiter mit dem Fighten hier. Ach, Haltung haben wir auch noch. Haltung, Heltung. Was hat denn das nochmal gehabt? Ich glaube, auf Meteonic haben wir doch nicht alle Quests gemacht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, wir haben viele Quests gemacht, aber ich glaube, wir haben da auch welche ausgelassen. Die haben wir, glaube ich, alle gemacht. Die Wagsack-Quest-Reihe, ey. Das ist halt echt, die Wagsack-Quest-Reihe ist halt schon... kann man halt echt als Wagsack-Quest-Reihe bezeichnen. Das ist einmal Blue Honey-Quest-Verwaltung, Small Wagsack-Reonan-Quest und dann noch die Haltung. Oder Heltung, also echt crazy. Die sind beliebt, die Viecher. Das sind halt zwei Level höher als die. Das ist natürlich, ja, nice. Genau, warum ich heute so spät aufnehme, ich weiß es auch nicht. Heute war irgendwie so ein Tag, ich weiß ich nicht. Heute war es so ein voll der komische Tag. Irgendwie auch auf der Arbeit, es war einfach nur, ach, na. Und vor allem, das Ding ist auch momentan auf der, also die Woche, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist einfach nur so, ja, also unsere Ausbilderin, wechselt einfach mal die Abteilung. Also wir waren jetzt die ganze Zeit in der Berufsschule, Blockunterricht. Also waren halt 2 Monate lang nicht auf der Arbeit. Und dann kommen wir so auf die Arbeit und dann, ja, Ausbilderin hat sich verpisst, die sitzt im Urlaub und ab nächster Woche dann nicht mehr unsere Ausbilderin. Ja, moin. Denkst du dir auch erstmal so, ah, alles klar. Liegt bestimmt nicht an uns. Ja, und jetzt haben wir halt einen neuen bekommen. Aber da die Urlaub hatte und der andere hatte auch Urlaub, also bei uns war halt einfach niemand im Büro, also außer halt den Auszubildenden, haben wir halt einfach die ganze Woche halt quasi... nicht nichts gemacht, also ein paar Sachen musste man schon machen, aber also verhältnismäßig war es schon eigentlich nichts, ja. Ich meine, gut, zum Einstieg war es nicht schlecht, ja, du hast halt ein bisschen was gemacht und die meiste Zeit dann halt eher gechillt, beziehungsweise Unterricht hatten wir dann auch nochmal, aber ja, sagen wir 55% der Zeit wirklich tatsächlich mal nichts gemacht. Wie gesagt, zum Einstieg nicht schlecht, aber naja, denkst du dir doch irgendwie, wofür werde ich eigentlich bezahlt, also ungefähr, ist schon ein bisschen komisch. Aber, naja gut, ich meine, was können die dafür? Ich meine, wenn der Ausbilder wechselt und dann Urlaub nimmt, ich meine, ja, ist halt einfach scheiße gelaufen, aber halt auf jeden Fall mega komisch. Und jetzt haben wir dann ab nächster Woche 9 und, ja, weiß ich nicht. Also, die Woche hat sich so komisch angefühlt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, einfach nur strange. Small Wagsacks müssen wir nur töten. Warum sind hier denn eigentlich schon die Captains? Achso, warum hebe ich überhaupt Drops auf, Alter? What the fuck, Alter? Wir haben CS-Pad. Jetzt war ich wieder so vertieft ins Reden, dass ich gar nicht gecheckt habe. Ja, muss man sich aber auch erstmal wieder dran gewöhnen. Weil ich jetzt auf Devos nur unter der Woche Aminusboxen gefarmt, weil ich keinen Bock hatte, mir eine eigene Party zu machen und Partys suchen, hatte ich dann auch nicht so viel Lust. Deswegen
habe ich da eigentlich nicht viel gemacht und deswegen ist das CS-Pad, jetzt habe ich mich schon voll dran gewöhnt, wieder Items ganz normal aufzuheben, aber jetzt CS-Pad Luxus, wieder Armstissel. Warum sind hier eigentlich nur Captains, Alter? What the fuck? Gibt's die Smalls nicht, oder was? What the fuck? Hier sind nur Captains. Holy shit. Junge, Junge. Und wir haben noch keinen mal Blue Honey gedroppt, obwohl wir eine PSF haben. Ist das eigentlich unbegrenzt? Na. Was? Nur noch 7 Tage? Lol. Geiler Partyname. Würde mich interessieren, was es in 7 Tagen gibt. Holocaust? Oh nein. Wollte ich nicht sagen. Fuck, wollte ich nicht sagen. Ich wollte Apokalypse sagen. Weiß nicht, warum ich jetzt Holocaust gesagt habe. Und angebracht. Na, wollte ich echt nicht sagen. Ich habe an Apokalypse gedacht und habe das falsche Wort benutzt. Meine Apokalypse war es auch irgendwo, aber naja, das meinte ich jetzt nicht. My bad. Naja, oh, jetzt müssen wir doch noch Refresher benutzen. Das dachte ich mir jetzt immer kurz vorm Level Up. Vielleicht kann ich es mir mal sparen, aber ich habe trotzdem zu viele genommen. Aber wir sind jetzt reiche Leute, wir können uns das jetzt leisten. Das Ding ist auch, das wäre auch mal wieder eine gute Sache, was ihr vielleicht mitentscheiden könnt. Was meint ihr? Sollen wir uns cleanen Schmuck kaufen? Warten, dass er gedroppt wird? Und, beziehungsweise halt, ja, daraus resultierend auch irgendwo, komm, den gehen wir jetzt hier. Müssen wir keine Refresher benutzen. Achso, ich habe noch auf der falschen Exit den Ton an. Wir wollen ja den schönen Sound hören, wenn wir ein Level Up haben. Also sollen wir Clean Schmuck kaufen, warten bis wir droppen oder halt einfach, also warten bis wir droppen und dementsprechend dann einfach hohen Schmuck direkt kaufen. Zum Beispiel plus 18. Sicherlich ist jetzt sehr weit vorgegriffen, aber man weiß ja nicht, wann genau das Osterevent startet. Lange kann es nicht dauern, weil Ostern ist ja bald. Also jetzt direkt am Dienstag wird es natürlich nicht starten. Ende der erst wird das eine Event, aber dann ist eine Woche Pause. Und ist dann nicht sogar schon die erste Osterwoche? Also Karfreitag ist doch in 2 Wochen, meine ich. Glaub schon. Und ja, dann ist Ostern. Also muss das Osterevent ja zwangsläufig relativ zeitnah kommen. Sicherlich, ich habe es immer als nicht so gutes Event in Erinnerung und es war auch nie das beste Event, sage ich mal. Aber ein bisschen Kohle verdient durch die Questies oder was man halt so droppt, Ostereier, whatever, wird man definitiv verdienen. Und ja, da kann man vielleicht auf sowas wie, zumindest Intels plus 9 müssen vielleicht nicht direkt plus 18 sein, aber auf sowas kann man vielleicht schon mal anstreben. Und alles andere zu kaufen lohnt sich halt nicht. Also für ein Almiti werden wir niemals genug Geld zusammenbekommen. Also so schnell zumindest nicht. Ja, was gibt's sonst noch? Waffe brauchen wir keine. Gut, wenn wir jetzt einen Vant benutzen, könnte man sich schon mal irgendwie um Schild bemühen, aber da wir später sowieso Steph benutzen als Elle, spielt das eigentlich keine Rolle. Höchstens ein Speedschild zum Sammeln, hat jemand gemeint, wäre ganz klug. Speedschild, Speedvant zum Sammeln. Ja, aber über sowas denken wir erstmal nach, wenn wir überhaupt selbst mal Equip haben. Also so extra Sachen, das kommt erst, wenn man ein Grundequip hat, würde ich jetzt mal meinen. Genau, ja, und ansonsten gibt es da nichts. Also ich denke mal, der Schmuck ist sowieso das Einzige, was man sich so wirklich holen kann. Weil ja auch Luzaka-Waffen, das ist halt auch ein Vorteil jetzt wirklich von der Klasse. Die Luzaka-Waffen oder allgemein einfach Waffen, die sind so schweinegünstig. Ja, du zahlst maximal 10 Mio für eine und dann ist die vielleicht sogar noch plus oder gestattet mit Int und STA. Das ist halt Dream, Alter. Also nicht so wie Luzaka-Swords, brauchst 400 Mio erstmal durch Oris Mund sammeln, sondern easy peasy. Also Oris Mund sammeln ist trotzdem noch natürlich eine ertragreiche Leistung. Ja, also lohnt sich natürlich trotzdem. Warum droppen wir echt kein Blue Honey? What the fuck? Das war unser erster. Also PSF funktioniert irgendwie auf dem Raum noch nicht. Das ist kaputt. Ja. Ja, jetzt wollte ich es gerade sagen. Jetzt droppen wir natürlich, aber es ist wieder ein Free Lift Club. Aber ja, wie gesagt, also das ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so meint. Also ich glaube, cleanen Schmuck kaufen ist irgendwie sinnlos, weil ja, also plus 9 ist halt echt nicht so teuer und ich werde probieren, dass wir jetzt am Wochenende definitiv noch einige Clovers farmen, vielleicht sogar noch mal auf die 100 hoch und das entspricht dann wahrscheinlich so 60 bis 80 Mio, je nachdem, wie man halt die Clovers los wird und ja, das ist, könnte ein Intel plus 9 eigentlich sein, also plus 18 wie gesagt für 600 Mio, weil ich, ganz ehrlich, da fragt man sich, lohnt es sich überhaupt plus 9 zu kaufen? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also irgendwie fast nicht, oder? Naja. Was war sonst noch? Na. Genau, das wollte ich eigentlich als hauptsächliches ansprechen. Also, ja, mit den 26 Mio, die wir gerade haben, also wir haben jetzt schon Boards gekauft, das war auf jeden Fall safe wichtig.
Ja, aber ansonsten wird mir jetzt nichts einfallen. Also werden wir auf jeden Fall gut sparen. Vorteil ist jetzt natürlich, wir haben jetzt kein Problem mehr mit dem Refresher Gate. Wie gesagt, ich hätte auch schon früher drauf kommen können. Ich weiß nicht, warum ich da noch nicht sofort gedacht habe. Selbst ein Klapper zu verkaufen hätte uns das komplette Problem gelöst. Aber ja, manchmal steht man einfach auf dem Schlauch. Ist einfach so. Aber ja. Da kam gerade ein Lord-Shout, ich kann dir ja mal zeigen hier. Ich weiß zwar nicht, was ein Hanna-Forum ist, aber... Wahrscheinlich... Ach so, von der Gilde wahrscheinlich, ja. Kann schon sein. Ich kenne ja die Moradenogeden nicht. Da gibt es eine Gilde, die Hanna heißt? Wir haben auch wieder Stetten vergessen. Also wenn es eine Gilde gibt, die Hanna heißt, dann anscheinend vielleicht sogar... Ja. Aber der macht jetzt nicht in XP-Wind, oder? Preise ihn. Lobet den Kaido. Lobet ihn. Bitte starte nicht jetzt ein Lord-Event, Alter. Also eine Stunde lang level ich jetzt nicht mehr. Ey, sorry. Also selbst wenn du jetzt ein Lord-Event startet und ich eine geile Party habe. Also eigentlich eine geile Party. Auch wenn die Drop-Skills irgendwie nicht funktionieren. Ah, morgen XP-Event auf Kaido seinen Nacken. Ja, alles klar. Mehr muss ich ja gar nicht wissen. Sollte halt mal schreiben, wann es ist, das wäre ganz cool. Weil morgen ist ein recht vager Begriff, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wir müssen glaube ich mal back, weil ich meine, es gibt noch eine Folge-Quest, die man auch noch bei Wax 6 hat. Gehen wir mal schnell hin. Der Assist bleibt hier, der hält die Stellung. Muss nur ein bisschen abseits gehen, sonst... Ist das Einzige, was er hält, sein Grabstein. So, ja, wir müssen mal schauen, weil ich glaube, da gibt es nochmal eine Quest. Saftige 11%. Jetzt dachte ich gerade, wir haben einen Pin ja durch die Quest erhalten. Es wäre auch mal lustig, mega der Troll. Nee, da müssen wir Mias töten. Zu wem müssen wir überhaupt? Also Miki, Alice und Flares, Porgo haben wir noch nicht. Heltung. Aber ich glaube, der hat eine Folgequest. Ja, ich weiß, mit dem Glauben habe ich es in letzter Zeit irgendwie nicht so. 10 Genstücke von Wagsack. Seht ihr, ich laber viel Scheiße, aber in dem Fall hatte ich tatsächlich mal recht. Sehr schön, die Gene der Wagsacks, Pieces of Wagsacks, das wusste ich noch. Weil es eigentlich egal gewesen, na, es wäre nicht egal, weil solange wir den Blue Honey eh farmen und so wenig droppen, kann man auch gleich noch die Folgequests annehmen. Wo man eh nochmal zu denen muss. Weil ich, ehrlich gesagt, bei solchen Quests verstehe ich es nicht ganz, warum man da zweimal zu der gleichen Mobart auf Level 20 geschickt wird, wo man halt wirklich, wenn du die Quest, also ich gehe mal stark davon aus, dass man sie auf Level 20 annehmen kann, also die von Heltung. Also bis du die 10 Dinge hast, okay, mit PSF sind es nur 5 Mobs, aber trotzdem, das ist ein bisschen Prozent, dann die Quests gibt ein bisschen Prozent. Also keine Ahnung, warum man das so viele Quests bei einer Mobart gemacht hat. Also ich finde halt irgendwie, manche Quests sind einfach so, da versteht man nicht ganz, warum es die überhaupt gibt. Ja. Das ist aber bei solchen Quests nicht mal das Problem, das ist halt eine Nebenquest, aber warum man da nicht zu stärkeren Mobs muss oder, weiß ich nicht. Also manchmal ist es irgendwie so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Schwierig zu erklären, ist einfach meine Auffassung davon. Irgendwie sinnlos halt, weil später dann musste mit Level 70 Carrier Bombs töten. Und die nächsten. Mit Level 50 Carrier Bombs töten, die Level 70 sind. Und mit Level 70 dann Viecher töten, die Level 50 sind. Also, ja, das ist ja halt dann auch irgendwo fragwürdig. Also es ist natürlich nicht an das Level gebunden, aber ihr kennt ja die Quest mit den Carrier Bombs, die man irgendwann auf Level 50 bekommt bei Reonan. Einfach nur komplett behindert. Dass er das, ohne Scheiß, also dass sie sowas fixen, können die nicht einfach die Reihenfolge ändern? Die müssen ja nicht mal an den Quests was verändern, einfach nur die Reihenfolge verändern. Dass sie Carrier Bomb quasi rausziehen, hochschieben, die andere rausziehen, runterschieben und die Sache hat sich. Also, wie gesagt, vom Programmieren habe ich nicht viel Ahnung, aber... Also sowas müsste ja eigentlich nicht so schwierig sein. Weil das ist halt also wirklich, das kann ja nicht beabsichtigt sein, das ist einfach nur geistig behindert, also da kann mir keiner was erzählen. Meiner Meinung nach. Es ist halt wieder so belastend, wie wir einfach keine Blue Honeys droppen, ne? Ja, da fragt man sich halt wirklich, mache ich was falsch? Ich meine, gut, die Viecher sind mittlerweile 3 Level unter uns, das ist doch fragwürdig, ob uns das überhaupt noch was bringt. Aber 3 Level ist perfekte Drop Range noch. Wir droppen jetzt genauso, wie wenn wir Level 21 wären. Bei den 22ern sowieso. Außerdem habe ich ja vorhin so viele von den 22ern gekillt, aber die droppen halt einfach nichts.
Ein Doppeldrop wäre auch mal sahnig, cremig, aber sei uns nicht vergönnt. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal hin, aber ich glaube, der Heldung hat dann keine Folgequest mehr. Zumindest nicht bei den Wax-Sacks. Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Auswendig lerne ich die Quests dann auch nicht. Man macht sie halt, aber das meiste vergisst man wieder. Gibt auch genügend andere Dinge, die ich mir merken muss. Beziehungsweise, die ich mir merken will. Sagen wir es mal so. Ah ja, stimmt, genau. Quests, ja, Skills ja jetzt ganz vergessen. Also ich habe mir gedacht, wir machen es einfach so, wie es auch jemand Iprifivers, glaube ich, in den Kommentaren auch schon meinte. Also wir haben ja das Reskill des Gratis. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nichts falsch machen, egal was wir machen. Und man hat mir auch gesagt, also die AOE Elementor Skills, die hängen alle von den Drittskills ab. Das heißt, wenn wir da was maxen, ist auch nicht schlimm. Und anscheinend braucht man die dann alle auf Level 7. Ja, ist jetzt auch nicht so hoch, also finde ich, ist das voll okay. Und ich würde einfach sagen, wir skillen Blitz, weil ich den Blitz skill mag. Und wir auch die Blitz-AOE haben, weil eventuell müssen wir das Reskill dann gar nicht benutzen, weil Blitz will ich ja sowieso verwenden. Das heißt, wir können auf jeden Fall... Achso, ah ja, stimmt, wir sind noch nicht Level 25. Genau, dann machen wir auf jeden Fall schon mal das. Können wir mal ausprobieren. Mit Safe nicht mehr Schaden machen. 500? Ah, 400. Geht aber eigentlich für Level 5. Geht eigentlich voll klar. Wenn man das sagen muss, ist noch nicht das richtige Element. Aber ja, genau. 35 kann man die erst benutzen, oder? Oder was? 40? Ne, ich glaube, es war 35. Ne, Level 30, lol. Echt? Schon so früh? Ja, dann haben wir es ja eh bald. Dann können wir auf jeden Fall die Wassermobs schon mal wegponen. Genau. Also wir werden das alle auf 7 machen und dann mal schauen. Vielleicht das so 20 Skillpunkte schon mal aufheben, dass wir auf Level 60 20 Skillpunkte haben. Dann kriegt man eh noch welche. Aber ja. Also bis 65 dann sowieso nochmal 15 Stück. Ihr wisst, wie es läuft. Also mit dem Blue Honey triggert mich echt ein bisschen. Ich glaube, ich mache es sogar so. Ich farm den jetzt einfach solo fertig, weil ganz ehrlich, das ist ja... Aber ich verstehe es halt nicht, weißt du? Also solche Sachen in Flife, die habe ich noch nie verstanden. Solche Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben. Warum droppe ich mit PSF-Skills bei 3 Level niedrigeren nichts in Astria? Im Tower, in der Open World, droppe ich Questies am laufenden Band oder haben die einfach seltener gemacht bei niedrigen Mobs? Das kann doch gar nicht sein. Also 6 Stück nach, das sind jetzt bestimmt schon 50 Mobs gewesen, das ist lächerlich mit PSF, das ist lächerlich. Kein einziger Doppeldrop, das ist lächerlich und dann gar nichts, ja. Also das ist wirklich lächerlich. Also, und vor allem bei jeder Mobart, das ist ja nicht nur bei einer Mobart so, das ist halt echt nervig. Also, und da wir eh nicht viel XP kriegen, sollte ich auch kein Level, ja, hoffentlich kein Level-Up mehr schaffen, bevor wir die Blue Honeys haben. Und ich würde sagen, dann machen wir da einfach, ja, genau, jetzt wo ich mich beschwert, droppen sie doppelt, ne? Ah ne, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach noch fertig, gehe dann off, morgen XP werden. Das ist halt blöd, dass er jetzt nicht geschrieben hat, wann es ist, da würde ich mich sogar danach richten, weil wir jetzt XP eigentlich nicht wirklich brauchen, aber je schneller wir vorankommen, desto besser. Mehr Penya durch Waffendrops und so. Und Quests kann man mit jedem Level machen. Genau. Ja, nee, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt Feierabend, weil das ist echt... Es frustriert mich einfach nur so. Warum kotzt es mich auch an, mich immer wieder dasselbe aufzuregen, aber wenn es halt immer der gleiche Scheiß ist, dann... Weiß ich nicht, muss das ja irgendwo mal ansprechen, ne? Na, egal. Auf jeden Fall, bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.